Und willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir sind hier am Grund und Boden und zerstören auch einige Dinge. Aber zum Glück sind wir selbst nicht am Grund und Boden zerstört. Wir zerstören hier nur ein paar Obsidianblöcke. Wir sehen hier vor uns übrigens Bedrock. So sieht er in diesem Texturenpack aus. So. Und ich hoffe, dieses Obsidian kann ich mir rausnehmen, ohne dass da Lava drunter ist. Natürlich ist da auch noch Lava drunter. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Obsidian, aber irgendwann will ich auch mal ein Ende erreichen der ganzen Geschichte. Meine, die Kohle kann ich mir auch mal gerade mitnehmen, wo sie hier schön in der Wand hängt. Wir sind am Bedrock unterwegs. Tralala. Ja, das hatte ich in der letzten Folge so ein wunderschönes Thema, aber das wieder anzuknüpfen wäre langweilig, weil das hatte ich eigentlich soweit abgeschlossen. Worüber erzähle ich denn in dieser Folge? Tja, draußen liegt Schnee, ich hätte gerne Pizza und eine Erdbeermilch, das interessiert keinen. Nicht so wirklich tolle Themengebiete. Mal gucken, also darunter kann ich sowieso kein Wasser bringen, das heißt, das kann zugemacht werden. Und da ist es, glaube ich, auch zu. Okay. So, jetzt schnappen wir uns noch das letzte Obsidian, was hier hoffentlich rumvegetiert. Ich habe jetzt gerade keine Schippe da. Nehme ich das Boot. Das sieht auch aus wie eine Schippe. Und ich hoffe, wir haben langsam den ganzen Lavasee unten weggebuddelt. War doch schon einiges zu holen hier in der Grube. Kann man mal sehen. So, den haben wir. Und was ist mit dem hier? Komm. Und. Du kriegst meinen Obsidianblock nicht, du böse Lava. Da, du kriegst ein Stück Erde ins Gesicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zur Hölle komme ich hier raus? Wir müssen da hoch. Vielleicht hätte ich auch mal ein paar Leitern irgendwie machen sollen, oder? Wäre das eine vernünftige Idee gewesen? Ich glaube kaum. Wir haben ja genug Erde mit dabei. So. Das ist doch ein fast schöner Aufstieg. Ich mache jetzt zwar einen Jump'n'Run draus, aber ist mir auch egal. So. Warte mal. Das haben wir auch gleich. Dachte ich mir zumindest. Ich rüste mal mein Schwert aus und versuche mich, da wir. Ach. Nee, I ist nicht das Inventar. Wir haben 44 Obsidian. Das ist eigentlich 4 Obsidian mehr, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, ich versuche mich mal möglichst geschickt und ohne Schaden hier rauszubegeben. Da lang. Da lang. Sehe ich da oben schon irgendwelche miesen Viecher? Nein. Hier oben kann natürlich auch ein Skelett lauern, was uns direkt mal runterschubst. Und ich könnte mal was essen eigentlich. So, ich stehe hier ein bisschen Abgrund und esse erstmal ein bisschen Brot. Nimm, 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 nimm. Lecker Brot. Hallo? Anybody out there? Nö. Okay, wir müssen. Na gut, das Gold kann ich auch gleich mit einsacken, wo ich einmal hier bin. So, haben wir auch 2 Gold. Das ist wunderschön. Das Gold kann ich eigentlich auch mitnehmen. So, und jetzt werden wir mal gucken, ob wir den Weg nach draußen wiederfinden. Okay, da fängt schon mal gut an. Ich habe keine Ahnung. Hilfe? Also hier geht's nicht lang, aber hier ist irgendwo ein Zombie. Da vielleicht bei dem Wasser, ne? Oder war es hier dieser bekloppte Rundweg, wo man. Ich glaube, es ist dieser bekloppte Rundweg. Okay, aber das Eisen sack ich mal kurz ein. Hier ist auch irgendwas Lavamäßiges in der Nähe. So ein bisschen Eisen eingesammelt, okay. Hier gab es eigentlich einen ganz einfachen Ausgang. Wir müssen den bloß finden. Da hinten durch vielleicht? Nee, ich glaube, das war auch nur eine Sackgasse, ne? Genau. Das heißt, da nicht lang, da oben? Nee, das ist Blödsinn. Also hier nicht lang, weil.
Diese Zombies machen mich echt ein bisschen wahnsinnig. Weil die sind so nah immer im Ohr. Das geht gar nicht. Hier ist es ruhig. Hier kann nur ein Creeper sein. Oder irgendein Viech, was sich gerade nicht bewegt. Okay, aber da hier so wunderschönes Eisen ist und ich gerade mal hier unten bin, nehme ich das auch gleich mal mit. Und die Kohle nehme ich auch mal kurz aus der Wand raus hier. Die gibt uns noch ein paar Erfahrungspunkte. Die können wir auch ganz gut gebrauchen. Boah, ich habe keine Lust, auf die Suche nach Diamanten zu gehen. Da scheiße ich mir nur noch ein. Naja, andere Leute haben es auch hingekriegt, sich Diamanten zu beschaffen. Da werden wir das wohl auch schaffen. Wir kamen von hier, ne? Also langsam kenne ich mich hier unten aus. Ich kenne zwar sonst nichts, aber zumindest die Wege hier unten, glaube ich, hier um die Ecke, ne? Dann vielleicht hier lang? Nee, wir mussten doch durch den Spawner, oder? Genau, wir gehen hier durch den Spawner durch. Was war das übrigens? Spinnen, oder? Ja, war ein Spinnen-Spawner. Dann gehen wir. Wir sind in der Nähe, wir gehen mal nach da vorne. Und haben eine Sackgasse. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, hier drüber hopsen. Das könnte ich auch mal wegmachen. So. Ich sammle den Krawel nicht ein, weil ich keinen Bock dazu habe. Dann hier lang. Dann hier runter. Dann da lang und da wieder hoch. Ja, ist doch ganz einfach. Gut, jetzt gehe ich erstmal hoch in den Turm. Und mach sowas wie einen Safe-Punkt. Ein Safe-Punkt. Ich rede schon ein wunderschönes Denglisch hier die ganze Zeit. Du, 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 du. Ja, hier müssen wir auch noch alles ausbauen und die Höhle groß, größer machen und so weiter und so fort. Ich weiß, ich weiß. Aber es wird ja wirklich auf die Dauer ein bisschen langweilig, wenn wir hier nur unter Tage sind und Stein wegbuddeln. Das wird selbst so langweilig, da gucke ich mir selber nicht mehr zu. Aber erstmal geht's ins Bett. Mein Kreuz. Aua. So, ein wunderschöner neuer Morgen ist angebrochen. Es ist alles frisch und fruchtig. Oder vielleicht auch nicht. Wir haben einen Haufen Obsidian, 3 Gold und ein bisschen Redstone. Das kann ich auch mal hier einlagern. So, hier, bla. Den Krawel brauche ich auch nicht. So viel Cobblestone brauche ich nicht. Das Boot brauche ich gleich. Nee, eigentlich brauche ich das Boot gar nicht. Pfeile kann ich behalten, den Bogen kann ich immer hier reinnehmen. Zu essen habe ich genug, Fackeln habe ich auch. Die 2 Eisen brauche ich direkt nicht. Den Wassereimer behalte ich mal. Man weiß ja nie, wann man mal einen Wassereimer braucht. Vielleicht genauso nützlich wie Handtücher. Ja, und jetzt werden wir uns mal auf eine Reise begeben. Ich hoffe, diese Reise wird von Erfolg gekrönt sein. Denn wir werden erstmal erkunden. Also hier in der Richtung ist das Dorf. Okay, das heißt, in der Richtung muss die Berggegend sein. Wir werden uns mal wieder auf eine wunderschöne Reise in die Berggegend begeben. So. Und ich hoffe, dass hier im Wald keine Viecher sind. Ich laufe einmal oben auf den Baumkronen lang. Weil wir sind ja so im Fliegengewicht, das kann das aber schon schief gehen. Ja, also der Baumkronenpfad ist uns versperrt. Das heißt, wir laufen mal hier unten zwischen den ganzen Viechern entlang. In der Hoffnung, dass keins von denen explodiert. Hier waren irgendwelche Tunnelexperimente. Okay. Tralala. Weil ich habe das ja mal ausgemessen. Also ich habe glücklicherweise mir den Seed von der Map hier gemerkt, welcher das war. Deshalb konnte ich da so eine ganz einfache Testmap erstellen mit dem gleichen Seed. Ich habe mitgekriegt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Groß- und Kleinschreibung da mitspielt, aber selbst wenn man den Seed kennt, erhält man nicht wirklich ein und die gleiche Map. Weil in der Testmap sah die Gegend so ein bisschen anders aus, das Dorf war ein bisschen anders, da haben ein paar Häuser gefehlt und so weiter und so fort. Das heißt, der Seed schafft dann eine
sag mal so, ähnliche Welt. Also man hat alles ungefähr da, da war auch der Tempel da, da war das Dorf da, da war sogar ein Dorfbewohner da, in ganz erstaunlicher Art und Weise. Aber die Welt war nicht genau die gleiche, aber schon doch ziemlich ähnlich. Also man hat es nur im Dorf gemerkt, wirklich, dass es anders war. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, ich habe in dieser Testwelt, die habe ich in Creative Mode gestartet und da bin da ein bisschen rumgeflogen und habe da mal ein bisschen rumprobiert mit Portalen und so weiter und so fort. Und wenn sich diese Testwelt genauso verhält wie die reale Welt, dann dürfte uns es möglich sein, eine Portalverbindung zwischen dieser schwebenden Insel hier, die habe ich mir mal gerade ausgesucht. Ich brauche noch ein bisschen Erde. Also zwischen dieser schwebenden Insel und na, quasi unserer Heimatwelt zu schaffen. Obwohl die beiden Welten, so wie ich das in Erfahrung bringen konnte, weniger als 1024 Blöcke entfernt sind. So, ein bisschen Lärm machen. Das mit dem rosa Schaf war ich nicht. Das war irgendwo anders. Also ich mache ja vieles, aber rosa Schafe, nee. So, wir haben 49 Erden. Na, vielleicht reicht das. 50. Könnte eventuell reichen. Hier ist ein Spawner. Hallo, Leute. Na? Der will ich mit Steinen schmeißen. Ah, du dumme Sau. Hör auf, hör auf. So, da haben wir alle ganz gut besiegt, aber ich muss husten. Schade eigentlich. So, das war bei 43,35. Und da drin ist wieder ein Zombie. Verdammt. Na, komm her, du Lunte Mann. Guck mal. Miau. Pam. Ich weiß, das ist Verschwendung. Ich höre lieber auf damit. Wer bist du denn? Du siehst so schick aus. Da. So, und hinein mit uns. Das ist wirklich nur ein einzelner Spawner in der Höhle. Und das ist auch ein Zombie-Spawner. Was das für Möglichkeiten bietet, Leute. Den muss ich mir unbedingt markieren. So, was haben wir hier? Wir haben Kakaobohnen. Na, von mir aus. Wir haben. Na gut, eigentlich ist es sinnlos, dass ich hier irgendwas mitnehme, weil ich sowieso in den Nether gehe und das sowieso verrecken werde. Das heißt, ich lasse es alles mal hier schön drinne, markiere mir aber auf jeden Fall diese Stelle. Das ist ja ein schöner Zufall, dass wir das gefunden haben. Die Karte gefällt mir immer besser. Hier ist einfach mal so ein Spawner in der Wand. Na ja, man hat es ja sonst so nicht. So, ein bisschen markiert. Ich denke, das dürfte halbwegs auffällig sein. Dann setze ich hier oben drauf nochmal eine Fackel und dann wird das jeder sehen. So. Okay, müssen wir uns auf jeden Fall merken, hier ist ein Zombie-Spawner. Damit können wir doch bestimmt irgendwelche diabolischen Sachen anstellen. Ja. So, wir sind hier oben auf dem Berg angekommen. Da ist die schwebende Insel, auf die das Portal soll. Einfach nur aus Stylismusgründen, ne? Aber wir werden dann mal in der nächsten Folge sehen, wohin uns das Ganze verschlagen wird, was wir hier vorhaben. Denn hier sage ich erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.